Da sind wir wieder zurück, pünktlich zu Game 3. Erangel war ja schon ganz schön fordernd. Ja, auf jeden Fall, ja. Es war krass, was wir gesehen haben. Also auch Rotation nachher und so, das war schon auf einem besseren Niveau, was an dieses Competitive-Niveau rankommt. Meinst du, wir sehen noch mehr von diesen Wagenburgen? Glaubst du, das wird noch mehr kommen? Ja, weil okay. es ist immer dabei. Also wir haben jetzt auch gerade noch in der letzten Zone gesehen, dass die Leute sich auch versucht haben, hinter Motorrädern oder hinter einem ausgebrannten Dacia oder sowas versuchen, in Sicherheit zu bringen. Das ist halt, wenn du ein offenes Feld hast, die einzige Deckung, die du halt kriegen kannst. Gehe ich auch von aus. Diese Placements sind halt unglaublich wichtig, damit du auch gegen diese High-Ground-Fights bestehen kannst. Ist halt blöd, wenn du natürlich unter einem Motorrad durchsnipen kannst, wenn du da gerade liegst. Deswegen machst du beim Dacia zum Beispiel, meistens zerschießt du die Seiten, die zu dir zeigen, weil der Dacia dann kippt und dann... Ach so, okay, dann, ja klar, dann ist der Winkel ja ein anderer. Naja, klar. Ja. Absolut, okay, verstehe. Die dritte Map ist Sunhawk mit dem Chatvoting. Ich habe es gerade gesehen. Genau, das Chatvoting können wir einmal nachschauen, wie das jetzt aktuell aussieht. Ich weiß gar nicht, wo ist denn hier die Maus? Wo ist denn? Die ist gerade abgehauen. Du musst mal Escape drücken, weil ich komme sonst nicht aus dem Modi raus. Nee. Aber wir sehen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Übersicht der Teams. Und Vitality 2 sind tatsächlich jetzt ein Monkey. Memo Effect und Zicky, die Boyen Boys, auf dem ersten Platz, aber auch nur knapp 23 Punkte, exakt 23 Punkte vor Chaos. Und die aber einen Kill mehr haben. Und dann auch nur 6 Punkte vor Vitality 2. Und auch dann kommen wieder nur 9 Punkte bis Quaddy. Also das ist alles sehr, sehr knapp beieinander. Der erste Platz ist hart umkämpft. Wir sehen Nip-Jungs nur auf der 21. Abgeschlagen. Mhm. Ich habe jetzt eben nicht gesehen, ich glaube Braxco und Wick müssten noch auf der ersten Seite sein, habe ich jetzt gerade eben nicht gesehen, aber hier könnten wir auch jetzt irgendwo Cartman zum Beispiel sehen, sehe ich aktuell gerade nicht. Dann auch der noch auf der ersten Seite, das ist gut auf jeden Fall aus deutscher Sicht. Ich hätte jetzt natürlich gerne gesehen, wie viele Punkte die beiden Teams haben, aber dass sie schon mal mehr als 245 Punkte haben, ist schon mal ein gutes Zeichen. Die einzigen, die leer ausgegangen sind, sind auf Platz Nummer 40. Die haben halt bisher gar nichts gekriegt. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kam. Aber nicht mal ein Kill. Das ist halt ziemlich traurig. Das ist bitter, ja. Ja, aber das passiert. Ja. Es gibt immer ein Schlusslicht. Einer muss letzter sein. Es kann ja auch nur einer erster werden. So sieht's aus. Absolut. Wir gucken jetzt mal darauf, ob jetzt gleich der Modi mal angezeigt wird. Ach so, das wollten wir ja noch nachgucken. Genau, das ist der hier vorne. Da hatten wir doch, glaube ich, das letzte Mal irgendwo das hier natürlich perfekt raus. Nee, und das zwar ist der Modi, den wir gleich bekommen werden. Game 4? Das ist Game 4, ja, dann weiß ich nicht. Wir müssen Game 3. Da müssen wir einmal kurz gucken. Dann gehen wir einfach doch mal. Wir tun einfach mal so, als wären wir selber dein Team. Es ist wahrscheinlich auch einfach, vielleicht ist es auch einfach gerade nicht da. Game 3 ist vielleicht einfach schon. Vielleicht haben sie sich verschrieben und meinten Game 3. Das kann sein, ja. Vielleicht ist auch tatsächlich einfach schon. Entweder das, aber da jetzt erst nur so wenig Votes drin sind, dann ist wahrscheinlich wird der Modus jetzt schon feststehen. Ja, und ich sehe gerade, wir gehen auch schon wieder ins Game rein. Und da oben steht Game 3 Hack, Slash and Throw auf Sanok. Das wird spannend. Hack, Slash and Throw. Das bedeutet Nahkampfwaffen, Macheten und die Granaten. Ich hoffe ja wieder auf richtig geile Kills, wie wir sie zum Beispiel gestern von First Lady gesehen haben. Wir haben das vorhin ja nochmal den Kobe nochmal gezeigt, die richtig schönen Kobe. Und wir sehen die Flugroute schön von unten nach oben einmal quer rüber, um das mal so ganz fachmännisch auszudrücken. Man könnte natürlich auch sagen aus dem Südosten in den Nordwesten, aber von unten nach oben einmal quer rüber klingt besser. Und wir haben wieder nicht drauf geachtet. GW, das ist Game Ward Red, oder? Nee, kommt nicht hin. GW müsste Game. Nee, gar nicht. Die sind anscheinend nicht da. GW? Wobei Game Ward kommt schon hin. Game Ward und, ja, Red, und Red ist der Squad. Dann der Squad. Ja, das ist so Blue, Red, ja, Yellow, genau. Green. Und da sind wir auch tatsächlich Bratwurst und Dings relativ weit oben noch. Das heißt, für Braxco und Wick ist noch alles drin. Die müssten jetzt aber auch dafür jetzt mal einen Chicken Dinner holen. So. Game Ward oben jetzt relativ zentral in Kao. Und die Zone springt in den Süden. Und wir haben, wo haben wir denn? Sane und Cartman sind noch drin. Wir sehen sie da östlich oben am Rand der Zone. Die grünen Punkte. Dann haben wir noch. Übrigens,
sehe ich gerade Twitch Armut TV. Also Armut TV klingt auch erstmal deutsch. Armut ohne H? Armut. Also wie die Armut. Könnte sein. Kann man ja rausfinden. Kann ja einer mal kurz auf seinen Channel gehen, gucken. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo Braxco und Wick sind, aber wir werden das wahrscheinlich im Laufe des Spiels rausfinden werden. Ich hoffe, dass sie jetzt auf jeden Fall nochmal... Ich meine, die haben ja eben auf Sanok sehr gut abgeschnitten. Ich hoffe, dass sie da einfach anknüpfen können. So. Schauen wir mal, was er da so an Equipment schon hat. Bisschen was an Granaten. Nimmt schon, ja, das ist glaube ich die dritte oder vierte HE, die er mittlerweile findet. Bisschen Energy Drinks. Eine Sichel. Das wird hoffentlich. Also ich finde auch, man könnte diesen Game-Mode auch ein bisschen beschleunigen. Im Sinne von die Zonen schneller hintereinander schalten. Weniger Standing Time, dass die Zone einfach mal wartet und dann weiter moved. Einfach weil mit Granaten sowieso machst du eh keine 400, 500, 600 Meter Kills. Ja, ich sehe übrigens, dass Armut heißt eigentlich Ramut und ist ein türkischer Streamer und Pro-Player tatsächlich für PUBG. Das ist interessant. Gut zu wissen, wa? Vielleicht trifft man den ja noch öfter. So, Backpack Level 2 ist da. Das bedeutet ordentlich Platz für Granaten. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Pro-Player in der Türkei immer noch ein anderer Maßstab ist, wenn du das auf EU zum Beispiel siehst oder so. Niedriger als EU? Ja, wahrscheinlich, also sehr stark. Also in Counter-Strike im Schnitt würde ich das auch sagen. Also auch gerade, also allgemein so im E-Sports-Bereich, weil die ihre eigene Region haben, fehlt denen so ein bisschen die Konkurrenz, glaube ich. Mhm. Also es gibt viele Leute, die in Deutschland, die ich kenne, die halt so durchschnittlich gut PUBG, League of Legends zum Beispiel spielen, die gehen dann halt einfach in die Türkei und ziehen sich da direkt auf Challenger hoch. Mhm. Gleiches auch für PUBG, also wenn du ein sehr guter Spieler in Deutschland bist, bist du in der Türkei fast Landesspitze sozusagen. Okay, also da ist es leicht, unter die Top 10 in dem Land zu kommen, dann einen schönen Squad zu bilden, meinst du? Ja, das ist, also wir haben gesehen. Oh, da wird gehuntet. Das türkische Team, was sich qualifiziert. Cartman hat Zane mit einer Pfanne getroffen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Cartman jetzt auch raus. Oh. Ja. Wunderschöner Teamkill, Cartman. Was zum Teufel ist da passiert? Das würde ich ja gerne mal in dem Clip sehen. Was war da denn los? Also wenn da mal jemand den Clip von Cartman parat hätte, einfach mal an uns weiterleiten, bitte. Das würde ich ja wirklich gerne nochmal sehen. Das war irgendein schöner Rundumschlag. Ich denke, die haben zu zweit einfach auch jemanden eingeknüppelt, ja, und Cartman hat einfach Zane erwischt. Unlucky, aber kommt vor. Prinz Koala dort, die splitten sich jetzt auch schön, weil du kannst natürlich auch ein 1-on-1 hier recht einfach gewinnen auf Nahkampf. Da brauchst du nicht Angst haben, dass dich irgendeiner wegsnipt. Außer du platzt ja durch eine Granate. Deswegen zusammen auf dem Spot stehen ist ja blöd gegen Granaten. Ja. Gegen natürlich Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge sind aber auch gerade, wenn du keine Waffen hast, mehr oder weniger, die diese, die Fahrzeuge zerstören können, dann hast du einfach, im Fahrzeug bist du einfach safe. Ja. So, was wird dir passieren? Eine Granate natürlich. Ja gut, okay. Molly, HE, sowas kann dir gefährlich werden. Ja, aber Molly nicht mal. Also wenn du eine Molly auf ein Fahrzeug wirfst, der fährt da durch. Also du kriegst einen kurzen Tick, aber da passiert nicht wirklich der viel. Kann auch nicht im Fahrzeug quasi hängen bleiben und dann da... Nein. Okay, okay. Ja gut, dann sind es nur die HEs. Genau, die HE-Granate natürlich, aber die musst du die auch erstmal treffen. Und zweitens sind HE-Granaten natürlich wertvoll, weil die willst du im Late-Game bringen, weil nachher es... Das ist eine ganz, ganz simple Mathematik. Und wieder kommen wir zurück zur Mathe. Wenn die Zone kleiner ist, hast du natürlich, die Dichte an Autos nimmt natürlich zu. Dann schmeißt du einfach eine HE irgendwo rein und dann jemanden zu treffen, ist dann, oder vielleicht gleich sogar zwei oder drei Leute zu treffen, ist dann auf jeden Fall höher, als wenn du jetzt einfach auf offenem Feld einfach einem Auto hinterher wirfst. Und deswegen sind Fahrzeuge natürlich sehr wichtig. Und natürlich auch ein Vorteil, wenn du selber in einem Fahrzeug sitzt, kannst du nicht überfahren werden. Im Gegenteil, du kannst noch vielleicht andere Leute überfahren. Der hat jetzt 17 Bandagen dabei, hat dafür das First Aid Kit liegen lassen, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Von der, ja, vielleicht spielt er einfach lieber mit Bandagen, das ist eigentlich, ja, keine Ahnung, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Bandagen hast du halt den Vorteil, kannst du auch im Auto nehmen. Das ist zum Beispiel ein Grund, also wenn du fährst, kannst du dich mit Bandagen einfacher im Auto heilen als mit dem First Aid Kit. Problematisch wird es halt, wenn du einen Energy Drink trinken möchtest und das Auto bounced. Natürlich, ja genau. Das gilt ja auch für die Bandagen dann, wenn das Auto springt oder so. Aber du kannst ja theoretisch, wenn du sagst deinem Mate, okay, ich möchte jetzt
mich fahr kann mal gerade. Fahr mal gerade, genau. Dann fährt er ein bisschen langsamer, fährt er ein bisschen ebener und flippt nicht so durch die Gegend und dann passt das schon. Ah, der Junge hat richtig Spaß hier. Siehst du auf der Facecam, dass der Pressi da ganz schön am Smilen ist. Mhm. Und übrigens nochmal natürlich jetzt zu dem türkischen Team. Das meine ich jetzt natürlich gar nicht böse. Das ist aber einfach, also ich sage einfach mal, und das geht auch für vielen anderen so, dass dadurch, dass die Türkei einfach ihre eigene Region hat, oder manchmal in PUBG zum Beispiel spielt sie mit Northeast Afrika zusammen, also mit Marokko, Ägypten, Tunesien und so. Da ist die Konkurrenz einfach eine andere, als wenn du zum Beispiel nach Europa gucken würdest oder nach Nordamerika. Ja. Und wir haben gesehen, dass das türkische Team bei dem Global Invitational, ich glaube, letzter sind sie nachher nicht mehr geworden, aber vorletzter, also die waren auch sehr eins der Teams, die sehr wenig Kills gemacht haben und immer früh gestorben sind. Also man sieht es auch, dass es erfolgreich sein kann, weil man zum Beispiel in Counter-Strike die Space Soldiers hat aus der Türkei, die natürlich mit Engine und so und Kalix absolute Granaten sind und absolute, ernstzunehmende Gegner auf jeden Minor oder Major, auf dem sie aufschlagen oder auf der Dreamhack. Da sind sie natürlich immer brandgefährlich. Ja, das war jetzt auch, ne? Aber ich verstehe das schon. Es ist ja auch etwas Positives, wenn du unpredictable bist. Wenn du natürlich ein Team zusammenstellen kannst, egal ob es ein PUBG oder ein Counter-Strike ist, und niemand kann dich auf dem Offline-Event einschätzen, weil du einfach mit deinen eigenen Leuten trainierst, kann das ein Vorteil auch oder ein Nachteil sein. Das ist zum Beispiel auch oft ein Grund, warum russische Teams, die neu in die Szene kommen, überraschen. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei League of Legends weiß ich das mit Moscow 5, beziehungsweise jetzt Gambit Esports. Früher hat sehr viel für Furore gesorgt, auch immer da wieder sind es ozeanische Teams oder so, die einfach mal unusual Picks nehmen sozusagen. Oder auch war das jetzt auch auf dem PGI, auch jetzt im PUBG zum Beispiel, dass du Teams hattest, die aus einer ganz anderen Region kommen, von denen du einfach nicht wusstest, wie sie spielen, wie die gewisse Situation ausspielen. Du kannst zwar in Replays oder so kannst du gucken, wo die vielleicht landen, du weißt, wo sie landen, du weißt, wie sie looten, was sie gerne spielen, aber wie sie auf gewisse Situationen reagieren, mit denen sie vielleicht in ihrer eigenen Region nicht konfrontiert werden, das ist dann immer wieder noch was anderes. Ja, kann ein Vorteil und auch ein Nachteil sein. Wie gesagt, ich bin absoluter Fan von diesen Underdogs. Egal ob jetzt, also Gambit hat ja auch in Krakau letztes Jahr ein Major in Counter-Strike gewonnen, damit hatte auch keiner gerechnet. Und ist auch ein russisches Team halt. Ja. Eben. Oder kasachisch-russisch gewesen. Und die hatte auch keiner auf dem Schirm. Ist halt so ein, kann halt ein absoluter Star sein, ne? Also Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Ja. Hat er diesen seltenen Fun-Skin vom Invitational? Du meinst die ich auch habe? Hast du die? Na, selbstverständlich. Die ist ja schweineteuer, oder? Ja. Was kostet die momentan auf dem Markt? Also mittlerweile ist die da ein bisschen günstiger geworden, so um die 200 Euro. Boah, lecko funny. Also es ist schon... Andere haben Studentenzimmer für diesen Betrag im Monat. Ja, während des PGIs tatsächlich, ich habe das ja mitverfolgt, waren diese Skins... also ein komplettes Skinset ging auch für um die 2000 Dollar weg. Oh, das ist eine Hausnummer. Wir haben, also und noch mehr. Also wir haben dort mit Chinesen geredet, die erzählt haben, dass Freunde von ihnen zum Beispiel jeweils, dass sie sich 80 Skins gekauft haben. 80, nicht Skins, sondern 80 Tickets, damit sie die Skins halt versuchen wollen, immer wieder abzuholen. Die haben teilweise die Tickets gratis verteilt, unter der Maßgabe, dass sie natürlich die Skins dafür bekommen. Ja, das ist... Weil in China zum Beispiel, das war so das Höchste, was ich gehört habe, allein nur der Maskenskin für diese Reaper-Masken 1600 Euro umgerechnet werden soll. Da kannst du in China lange von leben. Ja, aber wenn du auch anguckst, ne, 80% der Leute, die in der Arena vor Ort waren Chinesen. Wenn ein chinesisches Team, 4AM oder sowas, oder ein thailändisches Team hier, Refund war das, glaube ich, wenn die einen Kill gemacht haben, hat die Halle gebebt. Wenn da der deutsche Wick einen Schluss gemacht hat, hast du nichts gehört. Ja, warum auch? Ist ja kein lokaler Hero. Ja. Das ist ja klar. Ja, in dem Fall ja schon. Wick als einziger Deutscher. Also es waren wirklich wenig Deutsche auf dem... Ja, ich meine jetzt lokal in der Arena. Wenn natürlich die meisten Zuschauer der gesamten Crowd irgendwie, weiß ich, aus Land X kommen, ja, dann ist natürlich klar, dass man den dann da auch ein bisschen hypt. Ja, du musst mal überlegen. Ich meine, die so ein Flug aus China mit Hotel und so für so ein viertägiges Event, das musst du, oder fünftägiges Event sogar, das musst du auch erstmal machen. So, ne? Ja, aber die Chinesen waren dann schon auf jeden Fall... Vor allem, er hat schon gezogen, ne? Ja, er hat schon gezogen. Vor allen Dingen, was ich jetzt lustig finde, sich verpassen. Jetzt hat er gezogen. Zeit. Zack. Ob er den trifft? Nee. Er ging ins Nirvana. Ja, ja. Den kann er nicht über die Wupper schicken. Nee, aber das ist auch sowas, was ich immer wieder auch bemängel. Und zwar, dass PUBG zwar sehr beliebt auch in Deutschland ist, aber dass
Competitive PUBG in Deutschland einfach noch nicht so wirklich angekommen ist. Deswegen freut es mich natürlich auch, dass wir sehr viele Leute und Begeisterte heute hier versammeln können. Und ich hoffe, dass ihr auch alle Spaß bei diesem Event habt. Und ja, ich kann euch nur ans Herz legen, auch natürlich ein bisschen in eigenem Interesse. Hier wird noch ein bisschen rumgetanzt. Getanzt, bevor man dann den Kill nimmt. Ich kann euch nur ans Herz legen, euch mal auch andere Turniere zum Beispiel anzugucken. Und wenn ihr Bock habt und mal interessiert seid, spielt gerne auch mal Turniere mit. Die ESL richtet jede Woche. Donnerstagabend ein Duo Community Cup aus. Auf dem Kanal von EPW, wenn ich es richtig weiß. Genau, das caste ich dann zum Beispiel. Das ist sozusagen mein Cup so ein bisschen. Und ja, das ist halt so auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo du ein Community-Turnier spielen kannst in Deutschland und mal ein bisschen Competitive-Luft schnuppern kannst, was dann auch direkt gecastet wird. Und das wertet das Ganze nochmal ein bisschen aus. Hast du dort die Zugangsvoraussetzung ist der Premium, also dass man sich Premium der ESL hat? Ich glaube nicht. Nein, da kann jeder teilnehmen. Komplett free, ne? Jeder kann da teilnehmen. Jeder kann sich einen ESL-Account machen, kann sich dort einloggen und einfach mit einem Freund, mit einem Kollegen oder einfach sich irgendwie auch über den Discord oder sowas einen Partner suchen und einfach mitmachen. Und das würde ich jedem tatsächlich echt nur ans Herz legen. Macht da mal mit, Leute. Guckt mal, ist das was für mich? Wenn du nicht casten würdest, hätte ich dich gefragt. Tja, als Caster schließt es mich, glaube ich, aus, dass ich da mitspiele. Vermutlich. Ja. Vielleicht kriege ich ja mal jemanden dazu, dass jemand anderes das castet, mal eine Woche. Da kann ich auch mal mitspielen. Slice zum Beispiel. Hätte ich auch gestern gecastet. Kann er auch. Der hat heute übrigens Geburtstag. Grüße gehen raus. Alles Gute. Feier schön. Ja, wie sage ich das jetzt? Ihr habt schon reingefeiert. Ich habe ihm schon angemessen gratuliert. Wir haben eine warme Milch zusammen getrunken. Eine warme Milch? Auch nur mit Honig? Auch nur eine, ich schwöre. Bruder, muss los, meine Milch wird kalt. Ja, hier sieht man jetzt endlich mal ein Spectator-Mode. Guck mal, er winkt auch hier ein bisschen. Er hat gerade auch gejiggelt, so wiggle, wiggle, links, rechts, links, rechts. Ja, und heißt das wiggeln? Wiggle, ja, wiggle, ja, ne? Wiggle, genau. Der wiggelt. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Schön. Boah, sind wir schief. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir sind gemutet. Sorry, Chat. TBRK hat da jetzt gerade, guck mal, Bandaging funktioniert, solange er stillhält. Hat der andere Caster schon mal eine Runde PUBG von Corona gesehen? Nein, live noch nie. Ich habe ein paar Videos von dir auf YouTube gesehen. Jetzt unter anderem machst du dir auch so Techniksachen und so. Ich bin Profi. Du bist richtig Profi. Hör nicht auf das, was Dilbert sagt. Ich bin absoluter Profi in diesem Spiel. Ich lasse da auch nichts auf mich kommen. Und da sind wir das Tuk-Tuk. Und oh, zu kurz geworfen, die Granate. Das hätte auch ein guter Frag werden können. Ja, da ein bisschen drüber geworfen, über das Tuk, beziehungsweise es heißt ja nicht Tuk-Tuk. Man muss fairerweise sagen, es heißt Tuk-Chuk oder so, oder Tuk-Chuk oder so. Aber im deutschen Sprachgebrauch sagst du doch immer Tuk-Tuk. Wo ist dein Tuk-Tuk? Ja, aber weißt du, warum tatsächlich... Oh, guck mal, you killed Wick with a pan. Das heißt, Wick auch genockt und jetzt auch raus. Das war's. Das heißt, das da wird Braxco sein, der da noch rumspringt. Karten schreibt gerade, ich muss Corona mal wieder carryen. Stimmt das? Möchtest du was dazu sagen? Ja, Bruder, fokussier dich mal auf dein Spiel, Junge. Was ist denn das hier? Ist das schon raus, ne? Ja, wer da schreibt, wird er schon tot sein. Man weiß es ja nicht. 8 Minuten ist ja kein Spiel. Stimmt, ist ja 8 Minuten Delay. Stimmt. Du darfst ja zugucken. Ja, ich verzeih. Vielleicht ist das Game jetzt schon zu Ende in 8 Minuten. Ich kann es ja nicht ganz predikten. Aber hier sehen wir noch schöne Verfolgungsjagd. Was ich gerade sagen wollte, wo war ich denn gerade eben? Erstmal danke für den Sub, The Real Xer. Das ist der Merlin, der hat reingesubbt. Danke, Mann. Schön, dass du da bist, Dicker. Nice. Wo war ich denn gerade? Achso, Tuk-Tuk. Es heißt nicht Tuk-Tuk, weil es wohl dort lizenzrechtliche Probleme gab. Also der Begriff Tuk-Tuk scheint wohl irgendwo ein geschützter Begriff zu sein. Mhm. Und deswegen mussten sie das Ding umbenennen. Tuk-Cha oder so heißt es, glaube ich. Ich tatsächlich weiß nicht. Stimmt, wir erinnern uns natürlich. Cartman hat doch Sane weggepfannt. Weggepfannt. Da würde ich tatsächlich wirklich gerne mal den Clip sehen. Da wird es doch sicherlich einen Clip vielleicht von geben. Cartman, wenn du uns den mal zuspielen könntest, wäre vielleicht ganz nett. Dann können wir das mal analysieren, fachmännisch. Sehr gerne, sehr gerne. Dann können wir mal gucken, wie du ihn weggepfannt hast. Hoffentlich mit Skin. Wieso fährt er aus der Zone raus, fragt Wadi gerade. Ja, das ist eine gute Frage, weil er einfach keinen Bock hat, da jetzt gerade so in einer wenig Damage-Zone gerade schon vorne rein zu müssen. Ja, du siehst halt auch einfach, die Zone macht momentan noch nicht so viel Schaden. Das ist auf jeden Fall noch etwas, was man gegen antanken kann. Und ich weiß nicht, was da jetzt gerade in dem Moment
Vorgefallen ist. Vielleicht hat ihm irgendwie der Spot nicht gefallen, vielleicht hat er gesehen, da sind zu viele Leute. Und hat deswegen dann doch nicht entschieden, durchzufahren. Ist dann wieder umgedreht. Kann sein. Ja, genau. Hat sich überlegt, okay, ich fahre jetzt einfach nochmal. Manchmal nimmt man auch einfach den Damage der Zone in Kauf, weil du weißt, ja, da wird jetzt kein Team sein. Ich kann quasi den Schaden auf mich nehmen, mich dafür gratis oder vielleicht auch oft auch ungesehen einfach repositionieren und dann wieder an einer anderen Stelle wieder in die Safe Zone zu fahren. So. Absolut. Also da kommt auch gerade der Clip rein von Karten, wenn ich das richtig sehe. Den schauen wir uns natürlich gerne später mal an. Wir haben jetzt gerade aktuell in dem Spectator-Mode natürlich keinen Ton. Ja, das ist aber wieder, weil wieder irgendjemand hier was ausgestellt hat anscheinend. Ja, da geht es auf jeden Fall jetzt schon mal wieder in den Nahkampf. Sturman. Überfährt Monkey. Ist das sein Mate gewesen? Ne? Beide Team 27. Hat er sein Mate gefahren? War das gerade sein... Ist er aus? Nee, Quatsch. Der Mate von Monkey ist Kars. Ach, oder? Genau. Ja. Nee, wie heißt er denn? Ja, mit diesen 4, 5 Buchstaben. Ja, genau. Genau. Haben wir gerade schon zweimal gesehen, dass wir uns das immer noch nicht merken können. Ja, furchtbar. Aber es sind auch so viele Namen, ne? So viele. Und hier gibt es das nächste Fun-Duell. Da jagt man sich noch ein bisschen. Aus Spaß. Oder rennt die gemeinschaftlich auch einfach vielleicht. Vielleicht unterhält man sich da auch. Vielleicht trasht-talkt man da auch einfach ein bisschen. So in-game ein bisschen so, hey, yo, ja, was geht ab? Hey, yo. Was hast du? Pfanne? Geil. Ich auch. Die von Tefal. Nein. Nein. Von Ernesto. Oh, Lidl-Bruder. Muss los. Keine Qualität. Zack, einmal Glock. Meine Pfanne glüht. Muss los, Bruder. Meine Pfanne glüht. Passt. Also es wird jetzt natürlich spannend, 26 Teams, 43. Oh, die könnte... Nee, die geht nicht ganz weit genug. Aber hat Damage gemacht. Ja, aber wenn er die einen Tick höher geworfen hätte, wäre sie vielleicht, hätte sie noch die Brücke mitgenommen, die... Venom ist da in dem Boot. Das ist ein CS-Spieler. Könnte gut werden. Oh! Zu weit. Close. Hat nur noch eine einzige. CS-Spieler? Ja, Venom ist ein CS-Spieler. Wenn er der Venom ist, den ich kenne. Aber Venom ist jetzt auch nicht so gerade ein... Ich kenne nur zwei. Seltenes Wort. Ich kenne nur zwei Venom. Ja, gut, aber Venom heißt ein Cast bei 99 Damage. Venom heißt einfach nur Gift und dass dieser Name vielleicht zufällig von einem anderen Spieler gepickt wird. Ich meine, es gibt auch zwei Phase Rain, also dafür, das muss man auch mal sagen. Name Stealer, wer war denn zuerst da? Wahrscheinlich derjenige, der den Clan gegründet hat. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß auch nicht. Der andere hieß wahrscheinlich vorher auch schon Rain, war aber nicht Phase Rain dann. Ergibt Sinn. They call me Dr. Sherlock Watson. Sherlock Watson sogar, geil. Du bist beides in einer Person. Ja, tatsächlich. Finde ich gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, guck mal. Nur noch eine, also jetzt wird das riskieren. Genau, das ist die letzte Granate. Und ich sage einfach mal, das ist keine schlaue Idee. Fast Trail jetzt noch down. Wir haben jetzt, wir sehen, No Name hat die Granate eben noch geworfen, hat Mibemol, wie auch immer, noch geholt. Aber dafür hat er jetzt auch keine Granaten mehr. So, wir haben wieder ein bisschen Ton. Ja. Ullstrom hat jemand auf die Motorhaube genommen. Gülz von Supremacy. Da, Venom Doppelkill, aber heißt auch Venom CS. Also das wird natürlich... Das könnte, ne? Meine ich nämlich auch. Das wird wieder für dich geschrieben. Das wird wieder für dich sprechen. Ich werde ja mal gucken. Ich kann ja mal in Steam nachschauen, ob er das ist. You probably get the best car for it. Boah, die Jungs haben richtig Bock. Ja, und auch wie wir gestern gesehen haben, schon... viele auch zweirädrig unterwegs. Oh! Nice! Hä? Er überfährt ihn! Er hat ihn überfahren! You hit Pajestic with a vehicle. Umdrehen, nochmal drüber. Zack, yep. Wo ist er denn, ist die Frage. Hinter uns. Ja, irgendwo. Da. Genau, da vorne. Da, ah, der vorne da ist der also. Wenn du dich auf dem Buggy hinten drauf setzt, ja, kannst du doch theoretisch auch mit einem anderen Auto oder mit einem anderen Gefährt drüber glitschen und den trotzdem wegnocken. Ja, das funktioniert nicht. Nein? Er ist ja quasi safe, wenn der hinten draußen, außer mit Schüssen. Das wäre eine interessante Sache, ob das Hitbox-mäßig funktioniert. Ich glaube, du bist dann in einem Fahrzeug drin. Du hast zwar keine Hitbox, die dich vor Schüssen bewahrt, aber wenn du dann mit dem Auto drüber fährst, glaube ich, ein bisschen Schaden wirst du schon kriegen, aber das, glaube ich, kriegt auch derjenige, der dann innen drin ist. Page hat Pajestic jetzt gefinished. Er hat jetzt finally durch die Smoke noch gefunden. Der ist übrigens mit einem Vespa-Roller unterwegs. Das klingt geil. Oh my God, dude. Also die haben auf jeden Fall Spaß an der Runde. Ja, das auch die Zone auch. Ähnlich wie die beim... Oh, schön wieder in den Molly gekickt. Schon auch ähnlich wie die von, die wir gestern gesehen haben. Auch wieder an einem Gexy. Hang. Und das ist Gexy. Oh, nein. Der Twitchy-Fund.
Das hat er sich gerade selbst mit der Granate. Twitchy Fund hat sich selber ausgenockt. Er wollte, ja, nee, getötet. Er wollte Gexy finishen. Um Punkte Gexy zu springt, kriegt einfach um die Ecke und Twitchy Fund stirbt und Gexy kriegt nur Kriegst du trotzdem 17 Punkte, wenn du dich selber wegnadest? Nein. Ich glaube nicht. Wobei, das wäre wichtig für Cartman zu wissen. Dann hätten die Jungs vielleicht noch 17 Punkte. Nochmal 17 Punkte on top. Ja, aber jetzt ist halt, wie viel Leben noch? 19 noch. Ja. Und die guck dir die Zone an. Das ist krass. Ein Gemetzel. Ja. Jetzt hängt es natürlich auch davon ab, wer das beste Vehikel hat. Je nachdem, ob was schon gedamaged wurde, ob der schnell platzt durch eine Granate oder nicht. Wie viel Schaden hält dein Panzer denn noch aus? Aber jetzt kommen wir zu der Sache, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du jetzt noch Granaten hast, dann bist du jetzt der King Louis. Ja, weil dann kannst du pfeffern. Wartest jetzt, bis die Zone zusammen ist. Vor allem gerade auch, weil es der Duo ist. Oder selbst wenn du ein Fahrzeug hast. Ich meine, selbst bei einem Motorrad funktioniert es. Du kannst ja fahren, dich nach hinten setzen und dann die Granate werfen. Dann rollt er halt aus. Du rollst aus. Du kannst auch stehen bleiben. Nice. Das ist okay. Oh, das war Braxco. Ah, Mann. Da hat er sich jetzt aber auch schlecht hingestellt. NBS lebt noch. NBS rennt da gerade um den Baum herum, ein bisschen zu überleben. Armut TV ist direkt dran. Oh, und wir sind unten. Zwei Leute außerhalb der Zone. Die Zone tickt unbarmherzig. Wir sehen, wie viel Schaden sie macht. Aber du kannst ja auch stehen bleiben in dem Vehikel. Das geht ja nur darum, dass du, wenn du dich auf einen anderen Platz setzt, kannst du Granaten werfen und kannst selber nicht überfahren werden. Weil wenn du aussteigst, jetzt, wenn alle mit einem Fahrzeug rumfahren, dann bist du ein weiches Ziel. Dann bist du ein sehr weiches Ziel. Wir haben es eben gesehen. Braxco ist dann auch direkt weg. Adam down. Dann wirft er hier einfach noch ein bisschen rum. So, ja, alles raus, was man hat, ne? Ja, das ist aber jetzt... Obwohl ist, Top 15? Mhm. Ja, ist, also, ne, wir sehen, es finden noch Granatenkills statt, natürlich. Aber ist, so einfach jetzt in die Zone werfen, würde ich die Granaten zum Beispiel auch nicht. Er hat nur noch 3, ne? Und wenn er jetzt die 2 Granaten noch verhaut da, die er noch hat. Ich glaube, er farmt einfach nur versucht. Jawohl. Einen hat er noch geholt. Oh, jetzt kommt da close einer. Oh, dann nochmal einen. Page weggesprengt. Fährt drüber wie eine Mine. Hochgegangen. Super Timing. Das hat sich dann tatsächlich mal ausgezahlt, aber du siehst, ja, die haben alle schon ihre Granaten weg. Ja, jetzt zum Beispiel auf einem Stein zu stehen, ist natürlich auch super für dich. Andy Tuo holt da Sinameki. Naja, noch nicht, noch lebt da, also ist nur gedownt. Ja, der wird jetzt aber überfahren werden. Ja, zack, das war's. Weg. Mr. Safe, Mr. Safa macht 2 Kills. Wird dann aber auch geholt von Armut TV, der sich gerade richtig gut da auf dem Stein hält. Ja, ich meine, das ist auch eine super, ja, jetzt ist halt komplett geflasht. Oh, aber die Granate könnte... Oh! Ja! Oh. Cred Bambas. Das ist aber auch ein Name hier. Mhm. Guck mal, wenn er jetzt noch... Er hat noch welche. Ah, zu weit. Das ist gut. Oh, die ist abge... Das ist ein Double Kill gewesen. Schön, das war's. Die sind durch, die zwei. Die können direkt deleten. Nee. Doch, Granate, die sind weg. Auch noch. Wahnsinn. Was ist los bei dem Jungen? Ich dachte, die wäre noch weiter nach links gerollt. So sah das eben aus. Team 4 ist raus. Alter, der macht jetzt aber auch Kills. Jetzt ist es... Jetzt Kleine 1 Man. Gegen 1 gegen 1. Und jetzt einsteigen und mit der Pfanne weghauen. Er ist eingestiegen. Oh, schnell reagiert. Da hinterher. Oh, oh. Aber er hätte ihm den Hit, glaube ich, mitgegeben, oder? Nee, hat er nicht. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt wird spannend. Da wird nochmal gelootet. Kleine Man. Da schön mit der Pfanne. Oh, da kommt noch eine Molly. Alter, auch überall brennt es da. Ne? Guck dir das an. Da werden noch die Smokes gezündet. Und jetzt wird es gleich einfach wild in der Smoke rumgefuchtelt. Er steht in der Smoke drin und da wird er verbrennen. Down. Ja. Das ist ja wie der G8-Gipfel in Hamburg. Überall Rauch. Alles Feuer. Brennt und Rauch und Leute mit Fun. Bestimmt. Wir behaupten das einfach mal. Wir sind hier in diesem Internet. Wir würden niemals lügen. Hier stehen nur Wahrheiten. Guck mal, wie klein die Zone ist. Ja, ich glaube aber, ich habe einen Favoriten. Der oben steht. Ja, exakt. Ich wollte gerade sagen. Logibuff weg. Armut TV. Armut TV macht das Ding. Der hat ja jetzt gegen Ende locker 6 Kills nochmal geholt. Die Armut Army. Und Garbage Mann. Gewinnt da. Garbage Man. Oder Garbage Mann. Glaubst du, wenn er Armut Army heißt, dass das tatsächlich einer, vielleicht ein Zuschauer von ihm ist oder so? Oder einfach ein Kumpel von ihm oder so? Wäre möglich. Ich glaube nicht, weil Armut TV ist ja der offizielle Link. Glaubst du, der bekommt dann den Kanal zum Stream? Weil er streamt ja über Armut TV. Twitch TV, Armut TV. Weißt du, was ich meine? Nee. Das ist ein Streamer. Genau. Aber der Typ hieß ja auch genauso wie der Streamer und da stand sogar sein Link zu seinem Kanal. Und das war Armut TV auf Twitch. Bei dem Garbage Man meinst du?
Ach, du meinst, ob das denn... Ach, jetzt raff ich's gerade. Du redest gerade von dem Maid. Ja. Ach, nein, nee, das ist Armut TV schon, Armut TV, ja, ist mir klar. Okay, ja. Gut, dann hatten wir gerade, habe ich gerade komplett verrafft, was er meinte. Mann, Mann, Mann. Ja, das könnte sein, dass es einer von seinem Stream ist. Wegen Army. Ja. Ja. Naja, gut, nein. Egal. Who knows? War eine spannende Runde. War eine, vor allem, ja, spannend geht so. Das ist halt schon viel random. Oh, geiler Granatenkill und Kobe und so. Aber jetzt werden wir, die nächsten Runden werden definitiv wieder ein bisschen. Also spannend war es am taktischer. Ende. Ja. Wo es richtig dann heiß herging, wo das ganze Feuer lag, wo die ganzen Nades geplatzt sind und so. Da war es spannend. Ja. So vorher hat man natürlich ein bisschen reingedaddelt und sowas. Ja. Genau, so sieht's aus. Es steht auch schon Game 4 gleich in den Startlöchern nach einer kurzen Pause. Und zwar könnt ihr dafür noch voten. Auf dem Original-Channel. Aktuell kann nicht mehr abgestimmt werden. Die Votes sind durch. Wir haben wieder verschlafen zu gucken, welche das sind. Aber das werden wir natürlich dann gleich, wenn die Runde startet, wissen. Was glaubst du dann? Was würdest du dir denn wünschen? Ich fände halt echt cool, wenn die dieses Careful Loot, nee, wie heißt es nochmal? Ohne Backpack. Gently irgendwas, keine Ahnung. Ja, genau. Choose Wisely. Choose Wisely, genau. Ja. Den fände ich ganz interessant, weil ich möchte einfach gucken, wie entwickelt sich das im Spiel? Was für Auswirkungen hat das wirklich? Weil im Game-Modus kannst du auch nur beurteilen, wenn du ihn ein paar Mal gesehen hast. Ja, eben. In allen Konstellationen geht so ein Game auch immer anders aus, je nachdem, natürlich mit dem Loot, wer was findet, aber auch, welche Waffen sind denn erlaubt, das kommt dann dem einen und dem anderen zugute. Genau. Und dieses Choose Wisely finde ich cool, weil dann musst du dich auf deinen solidesten Skill verlassen, du musst dich auf das verlassen, was kann ich denn am besten, welche Waffe liegt mir und finde ich die dann auch? Und wie viel Munition nehme ich mit? Trade-off, Munition oder Healing? Auch ein guter Gedanke. Ja. Wir werden es sehen. Vielleicht in wenigen Minuten. Mal gucken. Wir gehen in eine Werbepause. Bis gleich.